Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video, wie ihr den Titel gelesen habt. Ach, mein Kater hat gerade hier Dings ausgelöst. Der wälzt sich wieder auf der Computertastatur und ich habe schon den Stream für heute Abend vorbereitet. Jetzt hat er gerade Play gedrückt, weil er sich da hin und her wälzt. Ja, wie gesagt, wie ihr am Titel schon gelesen habt, Die Einrichtung vom Fire TV Cube. Das neue Modell. Mit mehr Power, mehr Anschlüssen. Und da kann ich euch auch gleich ein paar Tipps und Tricks zeigen. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Weil der hat nämlich hier auch einen HDMI-Eingang. Den werde ich für den Sky Q Receiver nehmen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal so ein Grundlagending und ich will nämlich in den nächsten Tagen, also beziehungsweise morgen, will ich alles abmachen und alles neu verkabeln. Ja. Und deswegen machen wir nämlich jetzt hier erstmal schon so ein Anschlussvideo. Machen wir erstmal an. Ich mache extra mit Fernsehfernbedienung an und nicht mit der alten Fire TV Fernbedienung, die ja noch angeschlossen ist, weil sonst würde die Soundbar gleich mit angehen. Das wollen wir ja nicht. Ihr seht, mein Bild ist da. Es sieht über Kamera viel schlimmer aus. Also ich habe hier irgendwie weißen Rand. Also sieht in der Kamera mega aus. Hier ist nur ein bisschen Rand, weil das Bild jetzt hier... Hier zeigt er den Schatten jetzt nicht, weil ich den halt ein bisschen umgestellt habe und eingestellt habe. Und den Fire TV habe ich auch ein bisschen versucht, anders einzustellen. Der macht ein geiles Bild, bloß hier jetzt in dem Bild halt nicht. Aber egal. Der neue soll ja wohl besser funktionieren. Lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was hat denn der für einen Stromanschluss? Hat der den gleichen oder muss ich den neuen verlegen? Ne, der hat den gleichen. Dann kann ich den nämlich benutzen. Und den HDMI kann ich benutzen. Den LAN-Verteiler, den brauche ich ja nicht mehr. Ich richte euch mal nach unten, damit ihr seht, was ich mache. Den LAN-Verteiler brauche ich ja nicht mehr, weil wir haben jetzt direkt hier, dass wir LAN-Kabel anschließen können. So. Dann haben wir hier noch den IR-Sensor. Der ist bei dem alten mit bei gewesen, beim neuen ist er halt nicht mehr mit bei. Ich habe ihn aber und schließe ihn deswegen, weil ich ihn ja jetzt habe hier, schließe ich ihn halt mit an. Und jetzt kommt der HDMI. Jetzt müssen wir gucken, wo hier Ein- und Ausgang ist. Out. Genau, Out ist hier. So. Da werde ich mir dann auch gucken, dass ich dann noch einen Kabelschlauch. Ah, es wurde gefunden, Fire TV Cube. So. Werde ich noch gucken, dass ich noch irgendwie einen Kabelschlauch finde oder so. Oder ich habe ja noch unten so ein Neoprem-Dings, aber der ist leider weiß. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwas finde, was ich hier so ranmachen kann, dass es ein Schlauch ist, weil ich habe den hier so ein bisschen mittig. Der muss so ein bisschen mittig machen, weil die Soundbar da direkt ist und so. Sonst funktioniert das nicht ganz richtig. So geht's auch noch, aber man hat trotzdem Kabel und wie sieht denn das aus? So, die neue Fernbedienung, die alte Fernbedienung. Fernsehaufnahme, Strom ist halt manchmal beim Alten dazu, ist aber halt vom Neuen. Das werden wir dann machen, wenn sobald morgen hier alles neu verkabelt wird, nehme ich natürlich den neuen Stromkabel, ist ja klar. So, jetzt müssen wir hier erstmal wechseln. Verschieben. Der hat ja erkannt, dass es ein neues Gerät ist. Also, das war ja schon vorher hier. So, Entschuldigung. So, hier war ja schon vorher ein Fire TV Q-Symbol. Also, Quatsch. Amazon Fire TV
Symbol, aber dadurch, dass ich den ja abgeschlossen habe, jetzt den neuen angeschlossen habe, erkennt er ja, ist ein neues Gerät und deswegen hat er das neu eingerichtet. Deswegen haben wir da jetzt das Symbol. Da gehen wir jetzt einfach mal rauf. So, und jetzt machen wir halt die ganzen Einstellungen durch. Oh, da steht jetzt hier Fire TV Cube. Da vorher stand immer nur Fire TV. Also es sieht jetzt ein bisschen heller aus bei euch, als es in Wirklichkeit ist. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt. Ja, zoom doch mal. Wieso zoomt meine Kamera nicht mehr? Ah, jetzt. Leider geht es nicht anders. Ich kann halt nur mit Zoom machen und euch das so zeigen, weil HDCP-Schutz und ihr so, ihr wisst ja, da kann man das halt nicht aufnehmen. So, wir sollen jetzt erstmal die Fernbedienung einrichten. Haussymbol. 10 Sekunden lang gedrückt halten. So, Press Start. So, wir sind natürlich Deutsch, Deutschland, Deutsch-Österreich, Deutsch-Deutschland. Fire TV wird Netzwerk erfolgreich. Suche nach Updates. Fire TV Cube startet in wenigen Sekunden. Fire TV Cube. Aha, okay, der hatte wohl ein Update schon im Hintergrund. Ach nee, da ja, Aktualisierung. Der hat ein Update. Das lassen wir mal durchlaufen. Das Kuriose ist auch, im Wohnzimmer habe ich macht er die Updates teilweise automatisch. Da habe ich selten mal ein Update, wenn ich darauf gehe, auf Updates überprüfen. Ich habe gesagt, soll automatisch machen. Im Schlafzimmer habe ich ständig irgendwie ein Update und ständig irgendwelche größeren Updates, obwohl es genau das gleiche. Nee, im Schlafzimmer ist das erste, also der zweite Modell. Der mit dem Stoff ist ja jetzt schon im Prinzip das dritte Modell oder vierte. Es gab das US-Modell, dann kam es das zweite Modell. Das ist bei mir im Schlafzimmer. Das US-Modell habe ich schon verkauft. Das hatte ich ja auch. Dann kam das dritte Modell. Genau, das dritte Modell. Das ist das, was hier im Wohnzimmer war. Und das vierte Modell ist jetzt praktisch das neue mit dem Stoff. Also jetzt muss ich aber auch jetzt mal so, jetzt, wenn ich den so sehe, die LED ist wirklich leider auch wieder nur vorne. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er das ringsherum rum ist. Und blau leuchtet und dann halt vorne nur diesen animierten Effekt hat. Aber halt alles ringsherum blau leuchtet. Wäre schöner gewesen. Mit dem Stoff, damit es jetzt nicht so spiegelt. Weil dieser Klavierlack sieht zwar geil aus, aber hat ja so ein bisschen gespiegelt. Macht es ein bisschen freundlicher. Muss ich jetzt mal so sagen. Und diese nicht so scharfe Kante von dem blauen LED-Licht im Gegensatz zu dem alten Fire TV, wo du halt diese scharfe Kante vorne hattest, wo die leuchtet hat, macht es auch alles nochmal ein bisschen angenehmer. Also, ja, jetzt ist es halt bündig hier alles. Wartet mal, während der das Update macht, kann ich euch das ja zeigen. So, also, wir haben hier beim alten praktisch hier vorne eine Gleis. Die Kante ist hier komplett weiß, also durchsichtig. Das ist ja genau diese scharfe Kante. Hier ist die Kante praktisch unten drunter. Also, die ist hier nach vorne. Wir haben hier keine Kante nach oben hin. Hier ist halt nur diese blau, diese durchsichtige. Und ich hätte mir gewünscht, dass alles blau leuchtet. Also auch hier an den Seiten und hinten. Und dieser animierte Effekt dann halt vom Laden oder so jetzt halt trotzdem nur vorne ist. Aber naja, gucken. Ich finde ja auch schon schön, dass sie im Menü jetzt hier Fire TV Cube erwähnen und so, nicht nur Fire TV. Früher beim allerersten Fire TV war das auch, wenn du den gestartet hast und so ein bisschen animiert und so, das sah richtig cool aus mit Farbe. Ja, dann hatten sie teilweise mal nur weiß gemacht. So ganz spartanisch, das sah echt kacke aus, ehrlich gesagt. Ja. Kann ich noch weiter? Uppala, da war zu weit. Mann. So, damit ihr ein vernünftiges Bild habt. Der ist mit dem Update hier auch gleich fertig. Sieht auch ganz gut aus bis jetzt.
Also eigentlich sollte er ja auch Updates im Hintergrund machen. Das kann man ja aktivieren. Ich weiß nicht, wann, also der im Schlafanzug, Mensch, Schlafzimmer, nee, Bad, Wohnzimmer, der hier im Wohnzimmer, ich weiß nicht, wann der die macht, mitten in der Nacht oder so, weil der hat ja Dauerstrom. Keine Ahnung, da ist eigentlich so gut wie nie was gewesen, aber der im Schlafzimmer, der ist ja auch tagsüber vom Strom getrennt, da mache ich erst abends den Strom an, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, da geht dann der Fernseher an, der wird mit Strom versorgt, die Soundbar und halt der Fire TV, alles so, und sonst ist halt komplett tote Hose da, weil die braucht nicht im Standby laufen, frisst nur unnötig Strom. Aber im Wohnzimmer ist es halt wichtig, dass er im Standby läuft, weil der Fernseher muss um Standby laufen, damit er sich nicht ausprogrammiert, und der Fire TV, dass ich halt hier hin kann, sagen kann, gleich das, was er anmachen soll, dass er alles gleich funktioniert. Und weil ich da ja auch teste, wie lange der laufen kann, ohne dass es Probleme gibt. Also wann man dann am besten einen Neustart macht. Da kommt auch noch ein Tipps-Tricks-Video weg, alles weg mal so demnächst machen. Hab da so ein paar Ideen zusammengetragen für so ein Tipps- und Tricks-Videos, wo ich so 7 bis 14 Tipps oder Tricks habe mit bis jetzt. Ja, das finde ich schön mit diesem animierten. So ist es schön. Braucht ja schon lange zum Installieren. Muss ja ein heftiges Update sein. Weil, wie gesagt, der ist ja seit gestern ist er verfügbar. Heute kam er bei mir erst. Ich hatte ihn vorbestellt. Das ist eine Sache, was ich bei Amazon nicht verstehe. Es kommt was raus. Und man bestellt es vor. Und man kriegt es erst einen Tag nach Release. Also, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Aktuelle Softwareversion wird heruntergeladen. Update werden abgeschlossen. Also, der ist jetzt auf jeden Fall nicht im 4K-Modus. Oder? Ich guck mal nach. Ne, da unten muss ich machen. Ich muss zum Info-I. Da. Okay, der hat keine Info. Doch. DTHD. Also Ton ist DTHD. DTHD, genau. HDR ist an. UHD ist. 4K, 60 FPS, also eigentlich alles an, was an sein kann. Aber das Bild sieht halt noch ein bisschen komisch aus. Ich denke mal, der Fernseher hat das noch nicht geschnallt. Also, sagt zwar an, dass er das kann, oder der Fire TV gibt es noch nicht richtig aus. So, willkommen, Odin. Amazon Fire TV Cube wird bei deinem Konto angemeldet. Na klar, das liebe ich. So, Fire TV wird wiederhergestellt. Anscheinend bist du bereits Fire TV-Kunde. Ja klar. Möchtest du dein Fire TV-Konto mit deinem aktuellen Apps-Einstellungen zu Datenschutz, Kindersicherung wiederherstellen? Wiederherstellen. Fire TV Cube Wohnzimmer. Da hatte ich den eigentlich zum letzten Mal richtig eingestellt. Fire TV Box 2. Das ist bei Frauchen. Das ist bei Frauchen. Das ist bei einem Kinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Wo hatte ich denn das als letztes alles eingestellt? Wohnzimmer. Ja, hier hatte ich ja mit dem Einstellungen so ein bisschen gemacht. Steuere deine Geräte mit Fire TV Fernbedienung. Ja, das wollen wir. So, achso, da müsste ich jetzt halt die Soundbar anmachen. Echo? Soundbar an. Ich habe nämlich die Fernbedienung gerade nicht hier. Echo? Soundbar an. So. Mindestens 30 cm. Ja, könnte hinkommen. Wir haben folgende Geräte erkannt. Samsung Fernseher. Ist das richtig? Ja. Möchtest du eine Soundbar oder ein AV-Receiver Soundbar hinzufügen? Und zwar Yamaha. Wir werden dein Fernseher jetzt ein- und ausschalten. Dein Fernseher wird ausgeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Oh, der ist ja bestimmt laut, der Lautsprecher.
So, ja, der Fernseher ist aus. Also ist eigentlich okay ein Hexenwerk. Dein Also das Fernseher Rucki-Zucki wird ja eigentlich erneut gemacht alles. eingeschaltet. Das kann eine Minute dauern. Bitte warten. Da hatte ich Probleme beim Alten, dass der manchmal nicht rechtzeitig auf den Lautsprecher umgeschalten hat. Und sondern versucht hat, an die Soundbar auszugeben, obwohl die ja noch nicht eingerichtet war. So, da haben wir es schon. Wir sind zurück. Fire TV Cube kann jetzt deinen Fernseher ein- und ausschalten. Weiter. Im nächsten Schritt werden wir etwas Musik abspielen, während wir mehr über deine Soundbar lernen. Ach, ich bin fast taub momentan. Das ist so scheiße. Echo? Soundbar 5 Stufen lauter. Echo! Soundbar lauter! Echo! Soundbar lauter! Ah, jetzt. Gut. Kannst du die Musik hören, die von deinem Gerät Soundbar abgegeben wird? Ja. Also ich höre, ein bisschen was höre ich, aber als nächstes werden wir Musik stumm schalten. Die Musik ist stumm. Wurde die Musik stumm geschaltet? Ja. Okay, wir werden jetzt die Musik wieder abspielen. Ja. Wir werden deine Soundbar jetzt ausschalten. Aus- und einschalten. Deine Soundbar wird ausgeschaltet. Dies kann eine Minute Oh, dauern. das ist aber schnell. Bitte warte. Dass der Lautsprecher gleich umgeschaltet hat. Das ist zwar beim alten Cube bei mir nicht, dass er dann gleich, wo die Soundbar aus war, die ist ja jetzt aus, gleich halt den Lautsprecher angesteuert Wenn hat. sich Da die gab es immer Probleme. Soundbar ausgeschaltet hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ist deine Soundbar ausgeschaltet? Die Musik sollte aufgehört haben. Ja, ist also Vorspulen. Deine Soundbar wird erneut eingeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Ist deine Soundbar eingeschaltet? Du solltest Musik hören. Ja. Jetzt möchten wir wissen, wie dein Fire TV Cube mit den anderen Geräten verbunden ist. Oh, scheißegal, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Vollkommen egal. Wird ja morgen sowieso alles gemacht. Wollte das jetzt eigentlich noch nicht machen, aber scheißegal. Ich muss hier wirklich alles neu verkabeln. Das ist hier alles ein Heckmeck, ey. So, jetzt habe ich den nächsten HDMI an, dran. Das ist der für die Soundbar, für Sky. So, jetzt möchten wir wissen, wie Fire TV Cube mit anderen Geräten verbunden ist. Weiter. So, auf welchen Eingang ist dein Fernseher gerade eingestellt? Das sollte, glaube ich, eins sein. Genau, eins. Eins ist es. Eins. Bitte wechsel mit der Fernbedienung deines Fernsehers zu einem anderen Eingang, zum Beispiel Antenne. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Antenne, Kabel, wir Wenn du können. zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ich mache
mache jetzt einfach mal den Blu-ray-Player. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspul. Zurückschalten auf den Fire TV Cube Eingang. Also da steht jetzt, nicht wundern, dass es da steht, das geht jetzt nicht, weil der Blu-ray-Player aus ist. Wenn du den Fire TV Cube Bildschirm nicht siehst, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Zurückspulen. Ah, genau. Blu-ray Player DVD. Genau. Bitte wechseln mit der Fernbedienung deiner Soundbar zu einem anderen Eingang. Wir kommen in wenigen Augenblicken Wenn zu du dir zu einem zurück. Anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung. Das ist neu. Ach Gott, jetzt habe ich die überhaupt liegen? Die habe ich schon jahrelang nicht mehr benutzt. Ach doch, ja, habe ich gesagt. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Analog, Bluetooth, TV. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Net Radio. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ja, gute Frage. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. TV. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ich habe doch hier gar keine anderen Eingänge. Ja, schon, aber... Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ja. Auf der Fernbedienung, die ist so clean, da ist immer nicht alle zu sehen. Aber wir haben jetzt einfach, machen wir Trick 17. Ich nehme jetzt einfach die Yamaha-App, also die Musiccast-App. Weil deswegen, die Fernbedienung lag zwar unterm Tisch, die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. So, Server, Bluetooth, Wohnzimmer-TV. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. So. Kann man, muss ich erstmal gucken hier, ey. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube. Oh Gott, geh mir doch nicht auf den Sack jetzt, Alexa. Dieses Telefon, Bluetooth, wenn du zu einem analog. Anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ich habe keine Ahnung. Wenn Spotify. Du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Musikers Playlist. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf Quellen. Der Fire TV Cube sind doch Fernbedienung auf Vorspulen. Aber ich spule jetzt einfach vor. Zurückschalten auf den Fire TV Cube Eingang. Wir sind. Wenn du den Fire TV Cube Bildschirm nicht siehst, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung. So, naja, lassen wir das einfach.
Also das, also da, keine Ahnung. Der hat doch gar nicht mit irgendwelchen Eingängen hier. So. Kabel oder SAT-Receiver hinzufügen. Kabelreceiver hinzufügen, Satellitenreceiver hinzufügen. Verbinden Sie den Satellitenreceiver mit dem Fire TV Cube für eine bessere Bildqualität. Haben wir gemacht. Einfach Steuerung per Fernbedienung, erweiterte Alexa-Funktion. Ja, haben wir gemacht. Mit Cube verbunden. Nun richten wir Steuerung für den Satellitenreceiver ein. Kannst du bestätigen, dass deine Postleitzahl laut. Ja. Welchen Fernsehanbieter hast du? Telekom oder Sky? So, stellen Sie sicher, dass Satellitenreceiver eingeschaltet ist. Der ist nicht eingeschaltet. Jetzt ist mein Mikrofon ab. Jetzt haben wir ihn aber. So, jetzt ist er eingeschaltet. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr so viel Fernbedienung auf dem Tisch gehabt hier, ey. So, schnell eingeschaltet ist, während wähle dann weiter. Fire TV Cube lernt nun, wie Ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Ich muss ja lauter machen. Ich höre die so schlecht. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung Vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung Zurückspulen. Ich sehe ja gar nichts. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Ich sehe da noch nicht mal einen Sender. Wenn Sender aufwärts funktioniert, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender ab, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender auf, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Habe ich den jetzt Wenn ausgemacht, den Sender Sky aufwärts funktioniert, Receiver oder an? versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Ja. Wenn Sender, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Ja, da ändert sich Sender doch nichts, aufwärts wird Bedel. getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube, schalte mit den Originalfernbedienungen zurück zu Fire TV Cube. Wir benötigen Hilfe um das Gerät. So. Von welcher Marke ist Gerät? Humax, glaube ich, oder so war das. Humax. Och,
Der Kabel ist ja nicht richtig drin. Vielleicht hat das gemacht und hat es doch nicht gemacht. So. Humax. Fire TV Cube lernt nun, wie ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Ha, jetzt geht's. 70 Stunden unterwegs sein. Bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen. Mach Nahaufnahmen, lass Dinge verschwinden und verstehe fremde Sprachen. Mit dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, drücke auf der Fire. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es also, nicht funktioniert, funktioniert ja nicht mal so. Da muss ich ja sowieso erstmal home. Zurückspulen. Achso, geht ja gar nicht mit der Fernbedienung. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt, Amazon? Das haut doch nicht hin. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender auf... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Also da ist definitiv ein Problem drin. Ihr müsst dann vorher bei eurer Sky-Fernbedienung hier oben da drücken, damit er ins Menü kommt, dass er mit dem Sender funktioniert. Weil da ist es jetzt richtig doof. Weil der will jetzt zwar Sender hochmachen, aber der vergisst beim Sky-Receiver, dass er erstmal ins Menü muss. Da muss noch ein Zwischenschritt sein, ist das Menü jetzt aus? Ja, nein. Und dann kann er mit dem Sender machen. Weil so ist der Arschloch. So klappt das nicht. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire. Versuchen wir es noch einmal. Aber jetzt müssen wir kurz wieder warten, bis er sagt, wir brauchen eine Hilfe. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender auf... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender... Das ist ja nervig jetzt. Sender aufwärts wird getestet. Das sieht doch noch gar nicht so toll aus. Das ist noch gar nicht eingestellt, alles so wie es aussieht. Also das sah mit dem Sky-Receiver direkt am Fernsehen besser aus. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. So. Wenn Sender... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender auf... Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat,
Drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. Ja, Kruzifix hier. Ach, da haben wir doch. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Ich habe sowieso mit der Soundbar momentan so Probleme. Der erkennt das Radio in der Küche an, aber muss ich immer wieder neu einschalten. Wenn es nicht funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. Versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernsteuerung. So, jetzt geht es mir gerade langsam auf den Puffer. Jetzt sag doch mal hier nochmal neu. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts, versuchen wir es noch einmal. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. So, das dauert mir jetzt langsam echt zu lang. Ich sag einfach mal ja. Wenn Sender auf... Okay. Ich schalte zurück zu Fire TV. Das stellen wir dann nachher nochmal neu ein. So, fertig. Kindersicherung, keine Kindersicherung. Erste Schritte. So. Pluto, Wow, Free, D-Max. Welche Streaming-Apps möchten Sie in Anspruch nehmen? Ja, das brauche ich ja. Ist ja Amazon. Obwohl, lass mal. Ach, scheiße, ja. Obwohl, da müsste doch eigentlich. Vielleicht, wenn ich die nicht installiere, vielleicht sagt er mir, dass ich dann Bosch und so wieder gucken kann. Ohne Werbung. Davon will ich gar nichts haben. Davon will ich erst recht nichts haben. Davon will ich auch nichts haben. So. Fortfahren. So, willkommen Fire TV. Einfache Navigation über Hauptmenü. Über das Hauptmenü können Sie ganz einfach Inhalte finden, live abspielen. Personalisieren Sie Ihr Fire TV mit Profilen. So. Ich hoffe, das geht jetzt wie. Oh, hier ist wieder mit Kinderprofilen. Und hier sagt er garantiert wieder, Kinderprofile werden hier unterstützt. Erstelle ein Alexa Heimkino. Achso, das ja. Derzeit werden Kinderprofile nicht unterstützt, aber es wird jedes Mal angezeigt.
Ist nervig. Richtig nervig. So. Ist doch da. Wieso will er denn... Wieso fragt er wegen installieren? Ach, ist das scheiße, ist das da wieder. Ach, ist das so typisch wieder. So. Aber wir machen das jetzt nochmal. Geräte steuern. Sorgen für noch einen Klang, indem du zwei Fire TV, zwei Lautsprecher, optionalen Subwoofer mit Fire TV koppelst. Hätte ich ja gerne, aber hab die Kohle nicht. So, das sind die, die da sind. Das sind, ja, das ist der von meiner Tochter und das ist der, der bei mir ist. Beide sind sie mit Uhr und das ist für meine Tochter mit Wecker und für mich mit Wecker. Also, können wir nicht nehmen. Abbrechen. So. Um das Mikrofon auszuschalten, stelle dein Alexa-Mikrofon-Stummschalter auf aus. Aha. Ach so, jetzt, der installiert jetzt gerade schon die Apps. Okay. Das ist ja gut. Also Crunchyroll, gut, jetzt ist er dabei. Das brauchen wir gar nicht mehr. Das können wir eigentlich gleich sagen. Deinstallieren. So, wo haben wir denn? Galerie, aha. Wir haben hier eine Galerie jetzt, aha. Wo ist es denn hin? Cache leeren. Daten löschen. Nochmal Cache leeren. Und dann deinstallieren. Dann sollten wirklich alle Dateien weg sein. Normalerweise macht man Daten löschen, Cache löschen. Ich bin zu gewöhnt, Cache leeren, Daten löschen, Cache leeren, um auf Nummer sicher zu gehen halt. Dass wirklich alles weg ist. Crunchyroll können wir installiert lassen. Ja, wir haben Amazon Kids. Aber Amazon Kids funktioniert ja nicht. Ach, ist ja wieder so super. Ist ja toll. Free TV Player. Netflix. Six, Spotify. Twitch. Gut, das ist eine gute App, die kann ich euch empfehlen. So. Aber da kommen wir nachher dazu. Wir gucken jetzt erstmal. Meine Apps. Wie weit der ist. Also der ist gerade am Installieren. Also wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe mehr Apps drauf. Aber die wichtigsten sind schon mal drauf. Das ist schon mal wichtig. Dann kann ich hier oben schon mal sortieren. Ich habe auch komischerweise, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe bei der Fire TV Fernbedienung ja diese Schnellstarttasten für die drei plus Musik. Trotzdem habe ich die hier oben drin. Ich könnte so viel Platz sparen. Aber alleine im Menü wird hier oben immer dann angezeigt, was da gerade neu dazugekommen ist, dass ich das eigentlich da oben im Menü auch haben will. Nicht nur auf die Tasten. Ich nutze zwar auch mal mit Tasten, aber ich zeige euch gleich, was ich meine mit Übersicht. So, das ist wichtig. App Store und so, das ist alles jetzt nicht so wichtig. Das ist wichtig. Downloader ist wichtig. Da gibt es auch ein paar Geheimnisse vom Downloader. So, das ist wichtig. So. Pool VPN ist wichtig. Das habe ich hier oben immer an zweiter Stelle.
So. Das ist auch ganz gut. Info ist ganz gut. Das sind so ein paar so Apps, die kommt man dann halt in dieses Developer-Menü. Also da kann man ein bisschen was einstellen und so. Das werde ich alles später mal erzählen. So. Oder hier Informationen. Gucken, ob er den neuen auch schon auslesen kann. Unlock-Modell, ja. Der ist noch nicht drin. Gut, den kann er noch nicht auslesen. Von der Information her. Aber das ist ja nicht mal so schlecht. So. Amazon Music. Spotify. Crunchyroll. Amazon App Store, den nutzt ja sowieso keiner. Den holen wir hier runter. An letzter Stelle, den brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das brauche ich ziemlich weit oben, weil da kommt One Piece. TikTok braucht nicht so weit oben sein, das reicht, wenn es hier hinten ist. Apple TV reicht hinter TikTok. So, gucken wir mal hier rein. Start. Acht Prozessor Einheiten. Warte mal. Pi, Android 9. Android 9 Pi ist drauf. System Store. Und okay. Total 11,8 GB. Batterie ist okay. Display. Es sind 1080p gerade eingestellt. Mit 60 FPS. Das werden wir nachher alles noch machen. Hier sind die Apps, die installiert sind. Ist ja gerade noch dabei, noch den Rest zu installieren. Das kann man nachher alles machen. Vibrieren geht natürlich nicht, weil ist ja keine Vibration drin. Aber Wi-Fi und Bluetooth funktioniert alles. Ach so, da müsste ich jetzt mal wieder. Nee, habe ich keinen Ton. So. Nimmt er überhaupt noch auf? Nicht, dass meine Akku hier schon wieder alle ist. Oh, den muss ich wechseln. Ist gut, dass ich geguckt habe. Moment. So, da sind wir auch schon wieder. Machen wir mal weiter. So. Da fehlt aber einiges an Apps. App-Bibliothek.
Ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Auf dem Fernseher installiert. Ja, hier ist ja nichts. Also ein bisschen ist installiert, aber nicht alles. Nicht installiert. So, jetzt können wir hier nämlich gucken. Also das mit der Rakete hier zum schneller machen so können, ist Quatsch. Braucht er nicht. Es funktioniert nicht. Pluto Daily, unser Sandmännchen, TCA. Die gibt's gar nicht mehr, oder was? Die Schweine. Aquarium. Was denn jetzt? Achso, OneDrive, genau. Habe ein bisschen was getestet, aber das hat alles nicht so. Aquarium. Meine Lieblings-App funktioniert mit dem neuen Fire TV nicht so, wie es aussieht. Scheiße, ja, stimmt, die ist weg. Da ist er aber. Ah, ist nur die mit Geld. Ich will nicht die mit Geld. Haben sie die Gratis-Version rausgenommen? Nicht euer Ernst, oder? Weil es gibt auch eine Gratis-Version. Da funktioniert alles genau das Gleiche. Bloß halt, ihr habt ein paar weniger Sachen zur Auswahl. Und also an Bildern. Und mir haben ja sowieso aus der einen Kategorie die Animierten gefallen. Also von daher. You Window. Shit. Jetzt suchen wir die einfach mal. Die haben die Gratis-Version rausgenommen. You Window. Ich hatte sie doch eben. Ich hatte damals ja auch Videos dazu gemacht zu der App, weil wie gesagt, die war gratis. Das wird ja mit O geschrieben, You Window. Ach Mann. Jetzt habe ich es ja schon wieder. Ich bin bescheuert, ey. Jo. Wo ist denn W? Da hinten. Yo Window. Ah, ist doch noch da. Your Window. Das ist die Version, die gratis ist. Die ist nicht verfügbar. Das ist die Version, die Geld kostet. Die ist verfügbar. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ihr wollt mich rollen.
Also, das sehe ich nicht ein. Aber da testen wir gleich mal Trick 17. Das machen wir nachher. So. Wir sollten jetzt hier alles haben, was wir brauchen. Die wichtigsten Apps und alles sind jetzt da. Ich mache mal das kurzzeitig nach hier oben. So. Okay. Wir können das jetzt aber noch nicht so benutzen. Also wir müssen jetzt, ich muss ja sowieso dann erstmal noch was einstellen, weil wir müssen ja noch die Entwickleroptionen freigeben und so. Ich bin ja mal überlegen, ob ich jetzt ein komplettes Video mache oder ob wir jetzt hier kurz einen Cut machen. Also jetzt nochmal einstellen hier mit Sky und dann halt nochmal neu. Also nochmal ein zweites Video machen, weil da ist ein bisschen viel, ein paar Tricks und so. So wird halt nicht, wenn ich da irgendwas falsch mache, wird nicht beide Videos gelöscht, sondern nur das Video, wo ich K-Punkt erzähle und so. Und die erste Hälfte bleibt wenigstens da. Aber wir müssen vorher noch, nee, falsch. So, jetzt wissen wir ja einiges mehr. Und zwar gehen wir auf Geräte steuern, Geräte neu einrichten. Dadurch gehen aktuelle Einstellungen, ja, so, Einrichtung fortfahren. Wir machen jetzt alles nämlich neu. Ich habe jetzt alles vorbereitet und ich weiß jetzt auch, wie es geht. Also jetzt dürfte keine Kinderkrankheit mehr passieren. Hoffe ich doch. Daumen drücken. So, welche Marke ist Ihr Fernseher? Na, hast du doch erkannt. Samsung. Soundbar hinzufügen. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir die an? TV. Dein Fernseher wird ausgeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Dein Fernseher wird erneut eingeschaltet. Das kann eine Minute dauern. Bitte warten. Also wenn man es alle drauf hat, dann ist es kein Hexenwerk. Aber hier ist halt, einmal ist uns halt der Fehler passiert, dass der HDMI nicht dran war. Unten am Receiver. Und bei Sky muss man auch noch was beachten. Das werde ich dann aber auch gleich nochmal was sagen. Und darauf hinweisen. Da müsste er denn nämlich schnell sein. Was hat er denn nu? Hallo? Wo ist ein Bild hin? Der war doch noch gar nicht fertig. Ja, Mai, willst du mich denn rollen jetzt oder was? Live TV. Oh, diese Scheiße. Es kotzt mich beim Fernsehen so an, diese scheiß Werbung. Wieso kommt er mir mit terrestrischem Fernsehen jetzt hier? Habe ich nicht mal angeschlossen? Ach, das könnte sein, dass er das über den Fire TV Cube jetzt abgreift. Nee, das ist dieses komische Dings Plus. Gut. Schade. So. Ja, ich habe kein Bild mehr. Müssen wir nochmal, das geht doch nicht.
So, und zwar Geräte steuern. Automatisch Video, Musik. So, Geräte. Durch aktuelle Einstellungen überschrieben. Ja. Ja. So. Ich habe jetzt hier Fernseher, Samsung, Soundbar, Yamaha. Wir werden Ihren Fernseher jetzt einmal ausschalten. Dein Fernseher wird ausgeschaltet. Ja. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Dein Fernseher wird erneut eingeschaltet. Das kann eine Minute dauern. Bitte warten. War schon mal lauter wegen Ton? Also die will jetzt praktisch den Fernseher einschalten. Ach, da ist es doch. Hat geklappt. Und schon ist das Bild schon wieder weg. Was ist denn das? Warum ist denn das Bild weg? So, nochmal rein, nochmal neu. So, es startet jetzt mal komplett neu. Ach Gott. So, jetzt werden wir mal gucken. Geräte. Ja. Mein Fernseher ist von Samsung und die Soundbar und Soundbar ist von Yamaha. Ja, wir wollen den Fernseher ausschalten. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. So, er ist ausgeschalten. Jetzt bewege ich mich. Dein Fernseher wird erneut eingeschaltet. Das kann eine Minute dauern. Bitte warten. Ich bewege mich nicht. Sag mir ruhig. Zeig mir Bild und ich will bestätigen können. Vielleicht bin ich ja irgendwo rangekommen, aber eigentlich nicht. Ich sitze hier nur auf der Couch. Dein Fernseher wird eingeschaltet. Ja, ist eingeschaltet. Und weg! Willst du mich verarschen? Ist doch eingeschaltet. Komm! Eben hat es doch funktioniert. Ich kann auch ins Menü gehen, alles. Ich bestätige jetzt einfach mal nur voll, was er kann. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Problem. Alle Inhalte werden auf unterstützten HDR-Fernsehern mit hochskaliertem Bildmodus wiedergegeben. Das will ich ja testen, genau. Oh, hier haben wir jetzt allen mit drin. Automatisch. Auswählen, um Spielmodus zu aktivieren. Die Bild...
Leitungsfunktionen werden deaktiviert, um Verzögerung zu reduzieren. Schalte den Fernseher automatisch an Spielmodus, wenn du unterstützte Spiel-Apps und verbundene Spielekonsolen benutzt. Ja, Spielkonsolen ja nicht. Verhalten im Ruhemodus. Schwarzer Bildschirm, kein Signal. Super Auflösung. Auflösung automatisch für ein schärferes Bild erhöhen. Naja, das klingt doch positiv, das ist neu. So. Audio Navigationstöne an. Surround Sound. Best verfügbare. Erweitertes Audio. Lautstärkeausgleich. Dialogverstärkung. Ich mag diese Dialogverstärkung. Dann sind halt, wenn Quatschen ist, ist das halt immer noch mal ein bisschen lauter. Das finde ich halt schöner. AV-Synchro. Ja, doch, würde ich sagen, ist gleich. Ist halt übereinstimmend. HDMI CEC, Gerätesteuerung halt, also an und aus machen wir an. Audio und Videodiagnose. Alles an, Dolby Digital Plus, bla bla. Auflösung, maximal 4K, Bild 60, ja mehr gibt der Fire TV nicht her. Die meisten Filme sind sowieso mit 30 FPS oder 24. HDR-Unterstützung, HDR 10 plus, / HLG, Dolby Vision, nein. Dolby Atmos und Inhalte wiedergeben. Ach so, dieses Testvideo. Das habe ich auf dem alten Fire TV gesehen. Das sah aber einen Tick besser aus. Da war der Fernseher auch besser eingestellt. Hier sind noch nicht alle Einstellungen übernommen worden. Muss ich nochmal neu machen, denn. HDMI-Eingang per Su. Ja. Wenn. Wenn Fire TV Cube eingeschaltet ist, wird das HDMI-Signal an das unterstützte Audiogerät. Wird das HDMI-Signal an das ursprüngliche Audio-Video-Format der Quellinhalt des Geräts am HDMI-Eingang-Kabel oder Satellitenreceiver-Spielekonsole angepasst? Befindet sich Fire TV im Ruhemodus, empfängt das Fernsehgerät kein Signal. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir es eingestellt. Jetzt sagen wir Geräte nochmal neu steuern. Ja, ja. Wie spät haben wir es? Oh, ich müsste auch gleich den Stream, Mann. Scheiße, ey. Die Zeit vergeht. So, weiter. Ich habe ein Samsung. Soundbar hinzufügen ist die Yamaha. So, wir schalten. Dein Fernseher wird ausgeschaltet. Ja. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das gleiche Problem jetzt wieder haben. Weil wenn ja, dann versuche ich einfach den Sky Receiver nochmal neu einzustellen. Dann lasse ich das erstmal so. Und dann später, in einem halben Jahr setze ich wenn die ganze... Wenn sich dein Fernseher ausgeschaltet hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Dein Fernseher wird erneut eingeschaltet. Das kann eine Minute dauern. Bitte warten. Aber jetzt kommt ja wenigstens mit Vorspulen. Na, siehst du? Aber schon wieder weg. Einmal versuchen wir es noch und dann ist aber Pumpe.
Werden wir mal testen. So, Fernseher geht aus. Fernseher geht an. Soundbar geht laut leise. Funktioniert alles. Super. So, dann machen wir halt einfach nur die Skybox halt nochmal neu. Ne, da ist ein Fehler drin. Das geht so nicht. Leck mich doch am Arsch, verfickte Scheiße hier. So, zurück. Ich setze das Ding jetzt einfach komplett zurück. Scheißegal. So geht das nicht. Da ist irgendein Fehler. Ich verstehe auch nicht, warum, wenn man da sagt, ich möchte das neu einrichten, warum da steht, gesagt wird, die anderen Sachen werden überschrieben und nicht, wird einfach erstmal alles löschen und dann neu einrichten. Das ist doch scheiße, wenn man über eine eingestellte Sache nochmal drüber installiert. Das ist doch kacke. Aber jedenfalls sollte er jetzt kein Update machen. Wir sind ja jetzt fertig. Also wir haben ja schon eigentlich alle die Macht gehabt. Der fragt mich jetzt nur noch, wir müssen jetzt hier nur wieder Start drücken, fragt nicht nach mich, wir müssen die Apps wieder installieren und dann können wir auch schon einstellen. Also wenn ihr Sky habt, Menü. Ich verstehe auch nicht, wir haben die Möglichkeit, eine Skybox zu aktivieren. Stand ja da. Aber die kriegen es nicht gebacken, bevor sie sagen, ey, hier, wir wechseln jetzt die Sender, dass sie sagen, uns geht mal hier aus dem Menü raus. Oder hey, pass auf, du musst erst aus dem Menü rausgehen, dass wir gucken können, ob die Sender hoch und runter zu schalten sind. Weil wenn du die Skybox anmachst oder so, dann bist du gleich im Menü drüben drin. Das ist halt nun mal so. Dass sie halt wenigstens einen Warnhinweis haben, die Skybox muss dafür eingeschaltet sein und nicht im Menü befinden. Weil ich habe das eigentlich gerne immer mit dem Menü gemacht, dass ich seit gestartet habe, die Skybox, und dann ist, dass dieses Menü gleich da ist und habe dann den Fire TV so eingestellt, aber das geht seit ein paar Updates nicht mehr, dass der halt immer darüber schaltet. Und dann habe ich nämlich immer gleich das Menü. Also praktisch, wir können ja mal ausmachen. So, dass er dann halt praktisch, wenn ich rüber wechsle, dass er halt in diesem Menü drin ist und bei den Sendern ganz normal. Weil ich halt die Mediathek da sehr gerne benutzt habe bei Sky oder immer noch gerne benutze und weniger das Live-Programm. Es ist halt schön, wenn du dann gleich da im Menü drin bist. Aber das geht seit einer Weile nicht mehr. Dann sagt er mal, hier schalte mal um, man hast du nicht gesehen. So, jetzt sollte er alles resettet haben. Jetzt drücken wir die Home-Taste hier für 10 Sekunden, damit er perren kann. Dann drücken wir die Play-Taste. Wir sagen, dass wir Deutschland sind. Suche nach Updates. Aktuelle Software wird heruntergeladen. Wieso ist doch die aktuelle? Du willst mir doch nicht erzählen, dass von einer Stunde, wo ich angefangen habe, bis jetzt schon wieder ein neues Update da ist. Also das ist ja wieder Marketing, dass sie sagen, hey, guck mal, wir haben immer aktuell oder ist jetzt wirklich hier. Kleine Updates, keine Ahnung. So. Ich nehme mein Amazon.de Code. Also
amazon.de/code. Weiter. Ja, ich bin ich. Mein Passwort nehmen. Anmelden. Oh, bitte nicht schon wieder das. Oh Gott. Oh. Alle Nase lang kommt mit diesem Verifizierungscode-Dingsbums, ey. Kam früher mal nicht so oft. So, und jetzt nehmen wir einfach hier die Buchstaben, die da stehen. Geben die hier ein. Und sagen, okay. Erfolgreich. Jetzt hat er gerafft, wer ich bin. Jetzt sollte hier auch gleich dastehen, dass ich bin und nicht ich ein anderer bin. Amazon Fire TV Cube wird bei deinem Konto angemeldet. Ja. So, wiederherstellen. Ich möchte gern den vom Wohnzimmer wiederherstellen. Einrichtung fortsetzen. So. Samsung. Aber vorhin hat er auch gesagt, wir haben einen Samsung erkannt. Dein Fernseher wird ausgeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Also vorhin hat er noch gesagt, wir haben einen Samsung-Fernseher erkannt. Stimmt das? Jetzt Sam wartet nicht mal, dass er sagt, hier, wir haben Samsung erkannt. Ich brauche aber ein bisschen lange, um meinen Fernseher anzuschalten. Ah, da ist er wieder. Dein Fernseher wird eingeschaltet. Das ist ja schön. Wir sind zurück. Fire TV Cube kann jetzt deinen Fernseher ein- und ausschalten. Das ist schön. Beim nächsten Schritt, ja. Ich höre Sound. Ja, wurde stumm geschalten. Ja, ich höre wieder Sound. Wir werden den Sound jetzt ein- und ausschalten, ja. Deine Soundbar wird ausgeschaltet. Na, Soundbar meine ich. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Der ist doch schon ausgeschaltet. Habt ihr gut geklappt? Wenn sich die Soundbar ausgeschaltet hat, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf vor. Deine Soundbar wird erneut eingeschaltet. Jetzt wird sie wieder eingeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warte. Ist eingeschalten. Jetzt möchten wir wissen, wie dein Fire TV Cube mit deinem Gerät verbunden ist. HDMI 1 ist das. Bitte wechsel im Fernsehfernbedienung zu einer anderen Quelle. Okay. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Zurückschalten auf den Fire TV Cube Eingang. Das ist nämlich auch neu, dass man die Quelle wechseln soll und dann, dass er wieder zurückschaltet auf Fire TV Cube Eingang. Das war beim letzten Fire TV Cube nicht. Wenn du den Fire TV Cube Bildschirm nicht siehst, drücke auf der Fire TV. Leider regiert der Fernseher nicht. Bitte benutze die Fernseher-Fernbedienung, um zurückzuschalten. Es konnte leider nicht zurück. Ist da HDMI bereits verbunden? Bitte wechseln Sie mit der Fernbedienung des Fernsehers zu einem anderen Eingang. Antenne, Kabel. Wir können. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Ich nehme jetzt einfach mal das Live TV. Hast du das von Seth? Ja, habe ich. Fragst du ihn?
nicht irgendwie jeder? Nein. Den meisten Leuten geht's nur ums Geld. Wenn du den Fire TV Cube Bildschirm nicht siehst, leider regiert der Fernseher nicht. Bitte benutze die Fernseherfernbedienung, um zurückzuschalten. Der hatte doch vorhin gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Auf welchen Eingang ist dein Fernseher gerade eingestellt? Bitte wechsel mit der Fernbedienung deines Fernsehers zu einem anderen Eingang, beziehungsweise zum Beispiel Antenne oder Kabel. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspule. Zurückschalten auf den Fire TV Cube Eingang. Es kann natürlich sein, dass er jetzt deswegen Probleme hat, weil ich den Sky Q Receiver hinten angeschlossen habe. Wenn du den Fire TV Cube Bildschirm nicht siehst, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Zurück. Leider regiert der Fernseher nicht. Bitte benutze die Fernseherfernbedienung, um zurückzuschalten. Okay. Wir machen jetzt mal Trick 17. Ich schließe jetzt einfach die Skybox ab. So. Und auf ganz Nummer sicher zu gehen. Ich mache jetzt von HDMI 1 ab, ist ab. Ach komm. Ja Gott, ja. Dieser verfickte HDMI. So, es ist HDMI 1. Gerät wird erkannt. So, HDMI 1 ist richtig. Bitte wechsel mit der Fernbedienung des Fernsehers zu einer anderen Quelle, ja? Wenn du zu einem anderen Eingang gewechselt hast, drücke auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspul. Zurückschalten auf den Fire TV Cube Eingang. Nee, macht er nicht. Macht er definitiv nicht. Vorhin hat er die Macht ohne Probleme. Und jetzt hat er hier total Probleme, das überhaupt zu machen. So. Auf welchen Eingang ist deine Soundbar gerade eingestellt? Optisch TV. Kabelreceiver hinzufügen. Nee, zurück. Satellit hinzufügen. So. Jetzt verbinden wir das einfach. Mit Cube verbunden. Ja. Sky. So, jetzt aber. Ja, der ist an. Cube lernt nun, wie ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Achte darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Ja, funktioniert, seht ihr? Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücke auf den OK. Ich schalte zurück zu Fire TV. So, keine Kindersicherung. Nein, danke. Verstanden. So, jetzt werden wir mal. Wechsel zu Blu-ray-Player.
Zu diesem Eingang kann ich nicht wechseln. Im Einstellungsmenü des Geräts. Geräte steuern, Geräte verwalten. So. Gerät hinzufügen. Blu-ray Player. Der ist auf HDMI 3. Wähle Soundeintrag, ja. Was? Nee. Mit welchem Soundbar? Ja, optisch. Drücke Vorspulen Echo? Mit der Fire TV Cube Fernbedienung, Blu-ray Player an. Wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücke Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücke Vorspulen auf. Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. Seht ihr, das geht doch mit dem Umschalten. Drücke auf der Fire. Blu-ray Player wurde hinzugefügt. Jupp. So, jetzt machen wir noch ein Gerät hinzufügen und zwar PlayStation. Und die ist auf HDMI 4, weil das ist bei meinem Fernseher die Spielekonsole. Mit optisch. Weiter. Drücke Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Nö, drücke Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das... Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. Hat er doch gar nicht! Wähle deinen Fernseheingang. Was? Wähle den Fernsehereingang, den du für die PlayStation verwendest. 4. Wähle Soundbar-Eingang, den du für die PlayStation benutzt. Ne, optisch. Weiter. Drücke Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücke Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Ach, sollst du nicht die Disk rausmachen, du Idiot. Drücke Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücke Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Müsste man auch umschalten. Dass das HDMI halt am Fernseher ankommt. Jo. Drücke Vorspulen. Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. Drücke auf der Fire TV. So. Fernseher, Soundbar. So. Live TV. Oh, hier nur öffentlich rechtliche Scheiße? Ich hab doch die Skybox extra dran. Mama, ich sag dir eins, überleg dir was. Nur Müll! Wie schalte ich da jetzt hin und her? Ach, da. Eingänge. Media Player. Ich habe einen Media Player? Erlauben. Ach, das ist denn praktisch die Festplatte. Ah. Kann ich hier auch ins Menü jetzt rein? Nee, das ist diese komische, das ist uninteressant. Kein Benehmen. Du packst? Sehr gut. Aha.
Interessant. Aber ich habe hier noch nicht. Achso, so öffnet der jetzt ja YouTube. Und vor allem welches YouTube? Ach, in der. Nee, im Fire TV. Ja, das muss ich dann alles noch einstellen. Das haut alles nicht so hin. Auch Bild muss jetzt eingestellt werden und so. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall nochmal jetzt erstmal die Apps alle installieren. Und wenn die installiert sind, machen wir nochmal ein Video. Wie wir K-Punkt installieren, unbekannte Quellen aktivieren können. Nach den ersten Kinderkrankheiten jetzt beim Einstellen. Ja, das sollte dann auf jeden Fall schneller funktionieren. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.